Geschlecht männlich, weiblich. Und das ist alles? Warte mal. Warte. Warte mal. Ich glaube, die Produktion wurde sehr früh angefangen. Ja, wir ignorieren das mal. Wir ignorieren das mal. Das, ich habe ein Vermerk geschrieben. Noah J. Jones. Ich muss gucken, wie ich es formuliere. Ich wollte gerade sagen, ich sehe mich in Noah G. Jones. Ist, dieser, der motivierte Blick, verstehst du, so vom Leben gezeichnet schon so. Frank Miller, gefärbte Haare. Nicht in meinem Revier. Warum heute so toxisch? Was? Was? War ich zu toxisch? Habe ich eine böse Sache gesagt? Oder klang etwas böse, was ich vielleicht gesagt habe? Das habe ich nicht so gemeint. Das kam vielleicht falsch rüber. Das war nicht so. Ich meine das lieb. Wir arbeiten bei der Polizei und dann sind wir auch Freunde und dann haben wir uns lieb und wir gehen dann auf Streife und essen einen leckeren Donut und dann gehen wir nach Hause und legen uns hin und denken vielleicht mal über unsere Fehler nach. Ja, dann so ist besser, ja? So, Entschuldigung, habe ich nicht so gemeint. Hallo NetzDG, habe ich nicht dann, schade. Warum ist das hier nicht Deutsch? Ich verstehe nichts von diesen komischen Worten. So, neue Schichten verfügbar. Ein neuer Tag im Büro. Wirf einen Blick auf die verfügbaren Schichten. Du kannst jede Woche bis zu 2 neue Schichten beantragen, indem du einen Tag Urlaub nimmst. Einen Tag was? Das war... Könnt... Was? Ich verstehe dieses Konzept nicht. Fragwürdig. Okay, gut. Ich kann jede Woche bis zu 2... Nehme ich einen Tag... Weiß ich nicht, was der meint. Ich glaube, er streamt gerade. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ey, Brigitte. Ist Post für mich da? Geht's hier raus? Oh Gott. Warte mal. Warte. Ich... Warte. Ich würde gerne rausgehen irgendwo, aber ich weiß noch nicht genau wo. Ach so. Gut. Unerlaubte Straßenüberquerung. Was? Nee, das war das Falsche. Das hier. Nein, das hier. Du hast einen Zivilisten beim unerlaubten Überqueren der Straße beobachtet. Hey, 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 auf den Streifen! Hey! Der ist bestimmt Gamer. Der wird gleich eine Schießerei anfangen. Stellchen. Was habe ich jetzt gezogen? Oh, Hände hoch! Das muss... Okay, abgelaufenes Kennzeichen. Alles klar. Okay, Leute, ich lerne das noch, ja? Ich bin immer auf der anderen Seite des Gesetzes. Ihr wisst das. Ich bin der Bad Boy von Twitch. Meine Streams werden gesperrt, Leute. Ihr wisst, ich habe arge Probleme mit dem Gesetz. Wenn ihr hier im Stream Donations seht, das sind keine Donations. Ich beklaue die Leute. Leute, ich... Versicherung, aber der ist... Beide, oder? Die haben beide keinen... Wie ist das in den USA? Muss man sich da nicht ausweisen? Der muss doch Kennzeichen. Der Geist von Amerika.
Ja, gut, klar. Geister haben natürlich keinen Körper. Die, ja klar, die stehen natürlich dann eher auf dem versehrten Parkplatz. Aber woran erkenne ich in Amerika, dass behindert? Das steht dann. Ist das nicht das böse Wort? Ist. Da steht aber. Ist, müssen die dann auch T-Shirts tragen, wo das draufsteht, damit man. Das da. Diese Frau, welche Frau? Diese Frau, oh, da lülala, la, lülala, la, lülala, hey, 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 hey. Entschuldigung, Fenster ist offen. Verstoß bestrafen. Gronkh ist viel zu hektisch. Ja, so ist es halt. Ich bin neu im Job. Hey. Nee, sorry. Also ganz ehrlich, mit dem Handy am Ohr. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße aus. Etwa $25. Wirklich? Das ist viel Geld. Ach, ist ja ein teures Handy, ne? Naja, viel Spaß. Und telefoniert gleich weiter. Hab nichts gelernt, okay. Abgelaufene Parkuhr. Leute, langsam verstehe ich keinen Spaß mehr. In dieser Stadt herrscht das Chaos. Anarchie. Überall, wo man hinguckt, Anarchie. Langsam bin ich sauer. Das nehme ich persönlich. Die verunreinigen unser Land mit ihrem Falschparken. Parkuhr abgelaufen. Falschparker. Ich hasse Falschparker. Alter. Ob du mich verarschen willst. Das ist aber kein Parkplatz hier, mein Freund, ne? Dürfen Sie hier sitzen, das Privatbesitz? Haben Sie eine Erlaubnis? Ich glaube, der muss mal. Ich bin mir nicht sicher. Ihr habt es gesehen, die Gläser waren sehr verschmiert. Oh, 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 oh. Ich will rennen immer, aber... Hey! Du Arschloch! Wir wohnen in dieser Stadt! Meine Kinder wollen in dieser Stadt leben! Sie bekommen einen Strafzettel wegen des weggeworfenen Mülls. Bis zu $25. Ja. Ja. Warum ist das so teuer? Weil unsere Welt brennt! Leider alles legit. Oh, mein Polizisteninstinkt schlägt aus. Oh. Geile Texturen und Backwaren. Das ist meine Passion. Zurück zum Revier laufen? Wie macht man Feierabend, Leute? Ich bin selbstständig. Ich. Der Gesetz wird nie müde. Ist so. Wahre Geschichte. Das Böse schläft doch nicht. Böse. Sind die Fahrräder registriert? Wir haben bei uns auf dem Revier eine große Fahrraddatenbank. Ja, da können Sie auch, Ihre Rahmennummer eintragen lassen, falls Ihr Fahrrad entwendet wird. Dann wissen wir natürlich, wenn es irgendwo wieder auftaucht, dass es sich um Ihr Fahrrad handelt. Und dann kriegen Sie dann von uns einen Reifen oder eine Lenkerstange zurück. Je nachdem, was da vielleicht wieder auftaucht. Was natürlich nicht passieren wird. Das ist alles Quatsch. So, lalü, lala, lalü, lala, lalü, lala. Ich darf Sie nicht. So. Abend. Guten Abend, hallo, hallo, guten Tag. Der parkt ein bisschen zu nah am Gehweg, würde ich sagen. Aber ich habe heute einfach... Als Polizist ist man ja auch generös, ja. Ich laufe falsch. Entschuldigung, ich war kurz verwirrt. Meine Spinnensensoren haben ausgeschlagen. Moment, Moment. Hey! Ich habe Feierabend, aber... Nach Feierabend schmeckt mir ein Ticket besonders gut. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des weggeworfenen Mülls. Bis zu $25.
Sie vermiesen mir den Tag. Oh, Schätzchen, das tut mir natürlich leid. Ja, alles klar. Alles klar. Strafzettel wegen... Junge, Junge, die ganze Stadt ist illegal. Die ganze Stadt hier ist einfach... Ich kann euch sagen, bevor wir unsere Schicht angefangen haben hier, hat das Verbrechen regiert. Guck's dir einfach an. Na hallo, komm doch mal in meinen Bezirk. Hallo, na? Wie sieht's denn aus? Umweltverschmutzung. Das gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa $25 Bußgeld. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Das wird er nicht, der wird nämlich noch teurer. Zahl lieber die 25, ja? Sei doch nicht doof. Der gönnerhafte Polizist. Oh, illegales ineinander... Sag mal, was ist denn mit Falschparken? Ja? Auf dem Bürgersteig. Ja, warte mal, ich kann hier nicht alles auf einmal machen, ja? Ich komme hier nicht durch. Leute vibrieren gerade, ich kann nicht. Los, geh rüber. Kann ich die schubsen und sagen, die wollte rübergehen? Okay. Ich brauche die Quote, Leute. Ich brauche die Quote. Kann ich nicht selber Kokspäckchen in Autos verstecken und dann festnehmen? Wieso gibt es die Option nicht? Das muss doch real sein, Leute. Das muss alles real sein. Ja, warte. Dieser Zivilist verhält sich merkwürdig. Zu deinem eigenen Schutz darfst du sie abtasten. Darfst du NPC-Gender ihn sie abtasten? Ich darf NPC-Gender abtasten. Betonung nicht auf Gender, sondern auf NPC. Also jetzt wird erstmal schön abgetastet hier, Leute. Verhält sich merkwürdig. Ich würde jetzt erstmal... Wo ist denn abtasten? Durchsuchen. Nicht in den Knast! Was? Marihuana 7 Gramm? Behalte deine Intuitionsnachrichten im Auge. Du darfst jetzt sie und ihr Fahrzeug durchsuchen, weil du das Intuitionsmerkmal flüchten... Ja, die rennt doch schon! Das ist nicht Intuition, die ist schon... Du wanderst für lange Zeit ins Kittchen, wo Abschaum wie du hingehört. Ich spucke auf Kriminelle wie dich. So, okay, gut. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Hier, bitte. Das gibt einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht $75 bis $150. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Das ist gut. Sie bekommen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße. Um die $20. Ach, kommen Sie schon. So viel? Das andere war okay, oder was? Okay, ciao, danke. Hat Spaß gemacht, Geschäfte mit Ihnen zu machen. Okay, gut zu wissen. Was ist denn hier los? Die Leute haben kein Geld mehr für Parkuhren, weil die ständig Zettel kriegen. Die kriegen ständig Tickets, deswegen haben die keine Kohle. Müll. Das war Müll. Hey, hey, hey. Hier. Sie haben Müll auf die Straße geworfen. Das ist doch nicht so schlimm. Was? Was? Darf ich Ihren Ausweis sehen? Hier, bitte.
Ich würde dann vielleicht nochmal... Bitte mal kurz die Arme. Haben Sie noch mehr Müll dabei? Hat er einen Waffenschein? Nee, ne? Hat gewaltete Pupillen. Okay, warte. Nochmal gründlich. Wurfstern, illegal. Haben Sie noch Drogen dabei oder irgendwas? Auf keinen Fall. Hey, 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 hey. Dafür liebe ich diesen Job. Die Frau hat die... Ja, was? Okay, krasse Bremsen. Hallo, Ma'am. Ich halte Sie an, weil Sie unerlaubt die Straße überquert haben. Moment. Sie haben mich erwischt. Tut mir leid. Ich glaube, ich werde Sie töten müssen. Tut mir leid. Ihren Ausweis, bitte. Hier ist der Officer. Ich schaffe es nicht mehr, dem Verbrechen dieser Stadt Einhalt zu gebieten. Ich bin verzweifelt. Moment. Der Ausweis ist gültig. Bitteschön. Da will man für Sicherheit in dieser Stadt sorgen, in dieser Welt sorgen und dann immer wieder... Du darfst Leute nicht aus Spaß tasern. Du darfst Leute nicht... Darf Leute nicht anfassen. Ja, kein Blinker gesetzt. Jetzt wollen wir mal nicht so sein. Dann werden ja alle BMW-Fahrer verhaftet in dieser Welt. So. Wenn ihr jemanden seht, ja, der tatverdächtig erscheint, weißes Hemd, braunes Haar, sofort sagen oder vielleicht ins Bein schießen, damit er nicht weglaufen kann. Das wäre sehr hilfreich. Ihr würdet unsere Ermittlungen sehr unterstützen. Das ist meine Lieblingsaufgabe. Die Nadel im Heuhaufen finden. Aber ganz ehrlich, Leute, die Martin Daniel heißen, also Martin oder Daniel, sind ja per se immer erstmal sehr verdächtig. Cool. Da wäre ich jetzt sowieso immer skeptisch. Also Martin oder Daniel... Ganz zwielichtige Person. Das, ne? Wissen wir alle hier. Das wäre sehr hilfreich. Ihr würdet unsere Ermittlungen sehr unterstützen. Viele Menschen. Hallo. Hallo, Martin Daniel. Halt! Polizei! ist ja kalt, du zitterst so. Hallo. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Irgendwas dabei? Illegale Substanzen? Irgendwas? Notizbuch? Feuchte Trauben? Da hört der Spaß auch schon auf. Feuchte Trauben. Feuchte Trauben. Feuchte Trauben. So. Räume die Unfallstelle. Welche denn? Welche Unfallstelle denn? Kann ich das wieder Wegpunkt auswählen? Rechts von dir? Hier? Wo seht ihr den Unfall? Bin ich blind? Die ganze Stadt ist ein Unfall. Hey. Du schaust die ganze Zeit vorbei? Da steht drunter in Chester. Ach so, ich muss da erstmal hinfahren oder was? Muss ich mal nach Chester fahren oder was? Halte dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung und die Verkehrsschilder. Schalte die Blaulichter ein, um Polizeipräsenz zu zeigen. Setze eine Sirene ein, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen, wenn du von einem Vorfahrtsrecht. Mach ich immer. Okay, wo ist denn Chester? Kann ich nach Chester fahren oder bin ich jetzt aufs Einsatzgebiet hier beschränkt? Chester, hier. Irgendwo in Chester. Also würde ich sagen, ich fahre mal hier entlang.
So. Jetzt sind wir zur Unfallstelle gefahren. Muss noch hingehen. Und wir sind schon da. Ja, jetzt haben wir das erfolgreich geschafft. Wir sind jetzt endlich nach einer längeren Streifenfahrt sind wir hier angekommen. Und wollen erstmal natürlich gucken, was los ist. Ne? Sehr gut. Dazu befragen erstmal die Unfallzeugen. Ich stehe unter Schock. Keine Ahnung, was passiert ist. Wie, keine Ahnung. Okay. Haben wir Zeugen? Hören Sie mal. Ich habe erst nach dem Krach geguckt. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Jetzt hört mal bitte auf zu lachen, ja? Ist nicht witzig, das ist eine ernste Polizeiuntersuchung. Wir müssen gucken, was hier passiert ist. Hier. Ich habe erst nach dem Krach geguckt. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Okay, ich stelle fest, die Zeugen in dieser Stadt sind alle scheiße oder die decken sich alle gegenseitig. Hey, hier. Nix. Die haben wir schon mal festgenommen. Okay. Haben Sie vielleicht Substanzen konsumiert? Illegale, wie zum Beispiel ein Bier? So, guck dir mal, was mit deiner Karre passiert. Du Kriminelle. Hm? Ist das überhaupt Ihr Wagen? Ich glaube ja, ne? Ja, doch, ist Ihr Wagen. Guck's dir genau an. Viele wissen es nicht, aber es ist nicht nur Ihr Wagen, es ist auch Ihr Zuhause. So. Aber das Schöne ist, viele wissen es nicht, aber sie kriegt jetzt ein neues Zuhause. Oh, ist einfach so viel Liebe. Sein muss. Bin gerade im Einsatz. Willst du mich verarschen? Eine Vollbremsung? Du hast doch nicht mal alle Latten im Zaun, Kollege! Das ist mein erster Tag hier! Da legt er eine Vollbremsung hin, direkt auf Null runter! Ich meine, geile Bremsen! Und es war ein Auffahrunfall! Bitteschön, Officer. Oh. Organspender. Dann setzen Sie sich bitte mal in das brennende Auto. Ja, da wird schon nichts passieren. Das ist okay. Also erstens, der rennt da gerade über die Straße. Ich darf hier auch nicht parken, aber ich bin Polizei. Der warte mal ganz kurz, ne? Warte mal. Hey, Freundchen. Freundchen, was glaubst du, wer du bist? Ich halte Sie an, weil Sie unerlaubt die Straße überquert haben. Sie haben mich erwischt. Tut mir leid. Oh, unfreundlich. Ihren Ausweis bitte. Hier ist er. Ja, okay. Zeig mal her. 13.06. Na gut, okay. Christian Grey? Warte mal, Christian Grey? Heißt der Typ nicht auch Christian Grey? Der gewisse Herr, heißt er nicht so? Ah, gut. Aha. Lady. Aha. Folgendes. Ich habe Sie herausgewunken, weil Sie nicht geblinkt haben, als es erforderlich war. Aufklärung einer Situation erforderlich. Haben Sie nichts Besseres zu tun? Oh, pappig werden! Hey, die ist doch mega am Schwanken. Dass er nichts sagt, ne? Oh boy. Okay. Die ist aber wirklich eine Strandhaubitze, Alter. Mega Strandhaubitze. Alter Schwede, die getankt. Junge. Entschuldigung. Mal kurz die Arme, mal ein bisschen die Achseln lüften, dankeschön. Oh, was ist das? Oh, Junge, was ist das denn? Oh, nicht Gott. In den Knast!
Nicht in den Knast. Das ist mein Lieblingslied. Oh. In die Hundepisse. In die Hundepisse. In die Hundepisse. So, gnädigste. Jetzt nochmal bitte, ja? Nochmal die Achseln lüften. Was haben wir denn da gefunden? Hm? Ein Schlüssel. Ich hasse Schlüssel. Und ein komisches Springmesser, was immer aussieht wie ein High Heel. Okay, jetzt geht's richtig los. Ich kann nicht fahren. Ach so, ich bin wieder Beifahrer. Ich bin so gewohnt von Cyberpunk und GTA, auch die Beifahrertür geht easy. Na? 14 Gramm Marihuana und noch ein Springmesser, okay. Das Marihuana muss ich leider konfiszieren. Ja, das ist sehr wichtig. Ich versuch's ja. Da ist die Wache. Ja, ist mir doch egal, dann setzt es keinen Blinker. Ist mir egal, ich darf ja nichts mehr machen. Ich darf hier keine Mordfälle aufklären. So. Entschuldigung, ich muss es gerade machen. Aus dem Weg! Ich hab Feierabend! Das ist ein Notfall. Ich mach gleich was anderes.